Einen wunderschönen guten Abend hier im Stahlwerk. Seid gegrüßt zu einer Runde die Rail Valley. Die Nacht ist dunkel. Und wir sind gerade angekommen mit, glaube ich, Altmetall, die wir abgeliefert haben, irgendwo. Und die können wir natürlich auch wieder irgendwo rangieren. Das da sieht, glaube ich, nach dem Ding aus. Wir haben 30 Leerzüge, ein Güterzug. Ja, die Lungs können wir definitiv noch nicht machen. Das Übliche, was man am Anfang macht, man sortiert aus. Ja, ich weiß, wir können die Leerzüge, glaube ich, auch noch nicht fahren. Dafür fehlt uns auch noch eine Lizenz. Die werden wir uns vielleicht noch holen. Ja, 6.000 für 36 Minuten, theoretisch. Aber hier 14.000 für einen Leerzug Long 2. Der ist halt nicht super geil. Den lege ich mal ganz kurz hier hin. Was haben wir eigentlich so als in unserem Portemonnaie? 50.000 Lizenzen sagen. Leerzug 20.000. Ah, wir brauchen 50.000 für den Long 2. Also für diesen Zug würden dann aber auch gleich wieder 14.000 bekommen. Wenn wir es innerhalb der Zeit schaffen, sogar 21.000. Das wäre doch schon mal eine schöne Sache. Aber erstmal den einen Zug machen, den wir hier haben. Dafür gehe ich jetzt, glaube ich, mal ganz kurz ins Bett, wollte ich gerade sagen. Sofa. Ist das ein Sofa? So, schlafen wir mal bis. Ja, komm. Kurz vor 6. Dann sollte die Sonne ja wieder aufgehen, hoffe ich. Ja, da ist die Sonne. So. Den Aufbruch nehmen wir mal an. A61, das ist hier drüben, das ist unser Zug. Die soll nach A7L transportieren, das ist dieses Gleis. Und dann sollen wir A3S, A5S und B7S lauter Zeug hin und her schmeißen. Nachdem unser Lok noch da steht, ist das alles sehr gut. Ankuppeln wäre gut. Okay, I see. Da muss ich noch ein Stückchen zurücksetzen. Die Lok ist falsch gespawnt. So, wie war das? Elektrik. Anlasser. Anlasser. Beleuchtung für Instrumente, Beleuchtung Führerschein, Scheibenwischer Licht. Licht vorne, Licht hinten haben wir an. Dann müssen wir zurücksetzen. Hier ist der Gang. Wenn wir die Bremse gelöst haben, natürlich. Zusammenschließen. Zack. Sieht doch besser aus. Fahrtrichtung wechseln. Handbremse lösen. Ich habe gelernt, also zumindest das eine Mal jetzt. Wieder aufspringen und ein bisschen Schwung. Aber uns kommt hinterher, alles gut. Ich glaube, ich könnte ein bisschen weiter in den gelben Bereich fahren. Das würde vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit geben.
spitzen sich voll. Wir müssen ja glücklicherweise noch das Nachbargleis. So. So, wie war das? Die kennen nur zwei Einstellungen. Oh, dieses Geräusch ist grausam. Ich mach die Dinger wieder aus, bis ich sie wirklich tatsächlich brauche. Und nicht vergessen, es wird warm. Hydration, trinken. Ich weiß, es ist noch nicht so warm, aber die nächste Woche soll es tatsächlich warm, tatsächlich warm werden. Die Weiche hier müssen wir rein. Da müssen wir dann die Waggons vorpushen. Also zurückpushen, um genau zu sein. Wenn ich jetzt wüsste, ich hätte nachgucken können, welcher wohin muss. Auf jeden Fall haben wir zwei Waggons, die nach da hinten müssen und einer, der dann nach da vorne muss. Signal. Was natürlich jetzt nicht klappen wird. So, wenn der letzte Waggon jetzt durch ist, können wir mal hier die Bremse reinhauen. Wechselt, bremst wieder raus. Und das Ganze dann nach hinten. Sieht ganz gut aus. Gang rein, damit wir am schnellsten rollen. Ich roll jetzt ungefähr so weit, dass ich bequem das Einlade-Ausladeding-Terminal beachten kann und dann gucken wir mal weiter. Das müsste da jetzt gleich hier vorne kommen. Da. Das müsste eigentlich ausreichend sein, hoffe ich. Ich hätte noch ein ganzes Stück weiter rollen können. So, entladen. Entladen. So, die 451 muss aufs A3S. Das ist natürlich der. Der muss auf A5S und der muss auf B7S. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir fahren entweder doch mal ein Stückchen vor, was ich glaube ich machen werde. Kuppeln da. Dann brauchen wir später nicht mehr so weit zurückfahren.
Oder wir können den ganzen Kladderadatsch nehmen und dann hier hinten die hinteren beiden natürlich erstmal einsortieren und dann den letzten auf B. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir dann so. Das heißt, der hinterste muss auf A3S. Das heißt, wir haben 6, 5, 4, 3. Den müssen wir dann so stellen. So. Das müsste der letzte gewesen sein. Oh, schade. Da war noch ein Stück Wagen falsch. Da war der Wagen noch nicht ganz durch und ja. Klassischerweise wäre er wieder auf dem falschen Gleis gelandet. Das ist das Problem, wenn man mit dem Fahren beschäftigt ist. Mit dem Schalten. So. Ja, das war sicher. Weiche bleibt. Und wieder zurück. Aber sie sieht man von hier aus nicht, ob da irgendwelche Wagen